Laubbläser, Bauarbeiten, Straßen, Schienen- und Flugverkehr, Lärm ist Teil unseres Alltags. Obwohl Lärm nur lokal wirkt, tritt er nahezu überall auf. 3 von 4 Menschen in Deutschland fühlen sich durch Lärm belästigt. Eine der Hauptlärmquellen ist der Verkehr. In Umfragen gaben rund 50% der Befragten an, dass sie der Straßenverkehr in ihrem Wohnumfeld stört. Fluglärm und Schienenverkehr empfinden bundesweit etwa 1/5 der Befragten als störend. Auch Geräusche von Nachbarn werden von 40% als Lärm empfunden. Was wir als Lärm bewerten, hat nicht nur mit Lautstärke zu tun, sondern auch damit, wie wir Geräusche wahrnehmen. Beim Besuch einer Party empfinden wir zum Beispiel laute Musik anders, als wenn sie aus der Nachbarwohnung in unser Schlafzimmer schallt. Lärm macht krank und mindert die Lebensqualität. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Beschwerden bis hin zu Depressionen können Folge dauerhafter Lärmbelastung sein. Bei Kindern kann zu viel Lärm die Sprachentwicklung und die mentale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und Lärm kostet. So schätzt die Europäische Kommission die durch den Verkehrslärm in der EU verursachten Kosten auf rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. 90% davon entstehen durch den Straßenverkehrslärm, zum Beispiel durch hohe Gesundheitskosten oder Wertverluste von Immobilien. Weniger Verkehr ist eine naheliegende Lösung. Stichwort Stadt der kurzen Wege. Eine Stadt also mit möglichst kurzen Distanzen zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Schulen und so weiter. Die so besonders für Fußgänger und Radfahrer attraktiv wird. Leiser wird es außerdem durch leisere Autos und Busse, wenn sie zum Beispiel mit geräuscharmen Reifen ausgerüstet werden. Leisere Fahrwege, beispielsweise mit modernem Flüsterasphalt. Und leisere Stadtzonen, zum Beispiel durch mehr und größere Tempo-30-Zonen in Innenstädten. Denn wer langsamer fährt, fährt auch leiser. Außerdem sind strengere Lärmgrenzwerte nötig. Für Autos, Flugzeuge und Schienenfahrzeuge, aber auch für Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel Rasenmäher. So wird Lärm direkt an der Quelle gemindert. Das ist effektiver als lokale Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder Fenster. Und natürlich kann auch jeder Einzelne etwas tun und weniger Lärm machen. Zum Beispiel, indem man aufs Fahrrad umsteigt oder zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu fahren. Oder leisere Produkte nutzt. Beispiel Garten. Viele Gartenarbeiten wie Laubrechen sind auch ohne laute, motorbetriebene Geräte möglich. Weniger Lärm bedeutet mehr Lebensqualität für uns alle.